Ich werde heute alle deutschen Nationalspieler der letzten 50 Jahre in FIFA 23 vereinen. Dabei wird das Glücksrad bestimmen, aus welchem Jahr immer ein Spieler in unser Team reinkommen muss. Und ich denke, das Team wird richtig nice. Und dann würde ich sagen, drehen wir auch direkt am Glücksrad von 1966 bis 2022. Kann aus jedem Jahr ein Nationalspieler am Start sein. Natürlich gibt es hier auch Icons, Heroes und was weiß ich was alles. Wir springen direkt rein ins Jahr 2000. Vor 22 Jahren, was war da in der Nationalmannschaft unterwegs? So, wir sind auf transfermarkt.de angekommen und springen jetzt rein ins Jahr 2000. Was erwartet uns da und was gibt es überhaupt in FIFA? Jens Lehmann, Oliver Kahn, Frank Rost, was für Legenden. Gibt auf jeden Fall die ein oder andere sehr, sehr nice Karte, wollte ich schon fast sagen, aber die meisten gibt's nicht. Aber Michi Ballack gibt's auf jeden Fall, Lars Ricken gibt's, Bierhoff gibt's leider nicht mehr, Miroslav Klose auch nice. Aber ganz ehrlich, ich würde da ganz klassisch Michael Ballack nehmen, das ist ein super ZM für unser Team. Let's go. Jungs, ich würde sagen, Jahr 2000, da ging es bei Ballack auch erst los mit der Nationalmannschaft. Deswegen kaufe ich den Baby Ballack. Außerdem sind wir gerade im Oktober von FIFA 23. Wir müssen ja jetzt nicht direkt Vollgas geben. Also wir geben schon viel Gas, aber nicht direkt Vollgas. Wisst ihr, wie ich meine? Michael Ballack im Team, Forster Skills, Forster Weakfoot, nice Karte, guter Start ins Video. Und damit entfernen wir das Jahr 2000 und drehen natürlich direkt ein weiteres Mal an unserem Glücksrad und befinden uns dieses Mal weit hinten in der Zeit, und zwar im Jahre 1982. Let's go, wir springen also aus dem Jahr 2000 in das Jahr 1982. Und dann schauen wir rein, was gab es da für Maschinen? Da gab es einen Ulrich Stein im Tor, einen Bernd Franke, Augenthaler auf jeden Fall auch eine Maschine gewesen. Lothar Matthäus im Alter von 22, das waren noch Zeiten. Ansonsten Hansi Müller, Maschine, Rummenigge, Littbarski, Karl-Heinz Rummenigge. Ja, super Mannschaft. Rudi Völler gibt's auch. Ich würde Rudi Völler nehmen, aber der ist immer noch extinct. Ich habe eben schon eine halbe Stunde nach dem gesniped. Man bekommt den Mann einfach nicht. Der ist einfach so begehrt. Deswegen gehen wir auch auf eine sehr gute Karte, meiner Meinung nach. Lothar Matthäus. Und auch bei Matthäus holen wir die Baby-Icon von Matthäus, und zwar den Innenverteidiger. Den kann man als ZM zocken, aber auch als Innenverteidiger. Ich werde einfach dann am Ende des Tages schauen, wie wir den zocken. Die Karte sieht aber super nice aus. Kostet auch 900.000 Münzen. Ohne Witz, ich kriege jetzt schon wieder die Krise, wie viel wir für diese Videos ausgeben. Aber das wird ein super geiles FIFA 23 Jahr. Und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, aber mich supporten möchtest, dann lass unbedingt ein kostenloses Abo da, würde mich sehr, sehr freuen, mein Bester. Und ja, zwei Icons zum Start, geht's besser? Wahrscheinlich nicht. Wir drehen am Glücksrad. Ich habe hier jetzt auch einige Jahre entfernt, in denen Matthäus alleine unterwegs war in der Nationalmannschaft, also von den FIFA-Karten, und Rudi Völler können wir ja leider nicht bekommen. Und wenn das jetzt das Jahr 1966 wird und so sieht's aus, bekommen wir the one and only. Let's go. Damit bekommen wir den Bomber der Nation, Gerd Müller, für 1,2 Millionen Münzen. Aua, das Team kostet jetzt schon über 2 Millionen Coins, und zwar dicke. Forster Skills, Forster Weakfoot, Tempo ist jetzt nicht super nice, aber der Schuss, Bruder, 97 Abschluss, eine sehr, sehr geile Karte, was das Schießen angeht. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie der sich gleich zocken lässt. Wir spielen natürlich dann auch noch eine Runde mit dem Team, aber Junge, ich hätte nicht gedacht, dass es so teuer startet. Hier bekommen der nur Icons. Damit drehen wir das vierte Mal am Glücksrad, und jetzt habe ich wieder sehr, sehr viele Jahre vom Rad runtergenommen, die nur für Gerd Müller bestimmt waren. Und dieses Mal landen wir auch, ja, nicht so weit hinten in der Zeit, sondern im Jahr 2020. Okay, wir springen ins Jahr 2020. Ich bin eben bei Gerd Müller natürlich nicht auf Transfermarkt gegangen, weil es gab aus dem Jahr 1966 nur Gerd Müller in FIFA. Aber Jahr 2020, da können wir uns quasi aussuchen, was wir wollen, weil die ganzen Karten natürlich auch noch aktiv sind. Da sehe ich einen Antonio Rüdiger, der sehr, sehr gut ist. Ansonsten, Digga, ja, ich brauche jetzt hier gar nicht so krass hier durchgehen. Ganz ehrlich, ich nehme direkt Rüdiger, und ich zeige euch auch, warum, meine Leute, meine Besten, meine Freunde, meine, ja. Vielleicht habt ihr schon meinen TikTok oder meinen Short dazu gesehen. Ich hatte in meinem Once-to-Watch-Pack einfach Antonio Rüdiger. Unfassbar. Also das ist wirklich so dermaßen lucky, dass ich genau Rüdiger gezogen habe, weil der ist auch einfach unnormal selten aus den Once-to-Watch-Packs, und der sieht so nice aus. Ich denke, der wird dieses Jahr auch noch sehr, sehr viele Upgrades bekommen. Deswegen, Jungs, wusstet ihr schon, dass ich Once to Watch Rüdiger als First Order habe? Let's go. Wir drehen am Glücksrad und entfernen damit das Jahr 2020, drehen am Glücksrad, und es wird wieder ein Sprung
ins Jahr 1996. Das klingt nach einer Icon, nach einem Hero. Wir schauen uns das Ganze an. So, meine Freunde, wir gehen rein ins Jahr 1996. Gibt es da jetzt überhaupt ein paar Karten? Wir haben hier wieder Oliver Kahn. Ich würde alles tun für einen Oliver Kahn in FIFA. Ohne Witz, er ist einfach der Beste. Wir haben Jürgen Kohler am Start. Der hat eine Hero-Karte. Ansonsten weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob es hier noch Karten gibt, die am Start sind in FIFA. Lars Ricken wäre tatsächlich auch noch mit dabei. Cleansy ganz hier unten ist auf jeden Fall auch cool. Gibt's aber nicht. Ich glaube, ich nehme den guten alten Jürgen Kohler. Und der Mann kostet einfach 98.000, 97.000 Münzen in FIFA 23. Die Heroes sind wirklich verdammt teuer, muss man sagen. Aber der hat auch diesen Lengthy-Trade. Ich weiß nicht, ob viele von euch davon mitbekommen haben, aber die Spieler in FIFA 23 haben verschiedene Beschleunigungstypen. Und wenn ein Spieler den Typ Lengthy hat, dann soll der ganz besonders schnell unterwegs sein. Und der Jürgen Kohler hat es anscheinend. Und dann würde ich sagen, sieht super aus. Full Special Card einfach bis jetzt. Anfang Oktober. Was sehen meine Augen? Wir drehen am Glücksrad. So kann das doch nicht weitergehen. Wir können doch jetzt hier nicht ein Full Hero Icon Wants to Watch Team bauen. Wir springen aber wieder sehr weit nach hinten in der Zeit, und zwar 1998. So, wir springen ins Jahr 1998. Haben wir wieder Lehmann, Kahn, Hans-Jörg Butt. So coole Karten. Dann haben wir hier einen Jürgen Kohler, Christian Wörns, Digga, Hilfe. Was haben wir hier noch am Start? Heiko Gerber. Ansonsten Frank Baumann, the one and only, macht den Vertrag fertig, mein Bester. Wir haben Michael Ballack, wir haben Effenberg, wir haben Bernd Schneider, Mario Basler. Hier sind wirklich Legenden ohne Ende am Start. Und Lars Ricken ist auch dabei. Und ich glaube, das ist die einzige Karte, die wir nehmen können. So ist es. Dann wird's wohl Lars Ricken. This wedding photographer was not expecting this photo. Junge, selbst ein Ricken kostet einfach in FIFA 23 69.000 Münzen. Und da wird er bei uns spielen. Rechter Mittelfeldspieler. Ich habe die Formation schon mal geändert. Sieht unfassbar gut aus. Wir könnten jetzt noch einen Schweini bekommen, dann Philipp Lahm. Aber Full Icon Hero geht, glaube ich, nicht. Aber es ist krass, was wir hier bekommen. Wir drehen wieder am Glücksrad. So, unser Glücksrad hat nicht mehr so viele Jahre auf dem Rad, weil ich einfach extrem viel entfernen musste, weil es aus den ganzen älteren Jahren jetzt keine Icons mehr gibt. Wir springen ins Jahr 2009, da könnte uns eigentlich was Cooles erwarten, da bin ich mir ganz, ganz sicher. So, wir gehen rein ins Jahr 2009 und jetzt sollte einiges kommen. Wir haben Manuel Neuer, wir haben noch keinen Torhüter, wäre eine Überlegung wert. Boateng, Hummels, oh je, wie ne, Philipp Lahm. Ja, verlockend, verlockend. Basti Schweinsteiger, verlockend. Toni Kroos ist am Start. Hitzlsperger, Özil, Lukas Podolski, Thomas Müller, Mario Gomez, Miroslav Klose. Ach du Heilige, was soll ich denn hier nehmen? Einen Torhüter braucht man immer und deswegen gehe ich auf Nummer sicher und gehe mit Manuel Neuer, the one and only, der beste deutsche Torhüter aller Zeiten. Kannst du sagen, was du willst, er ist der Beste. Und ja, ich habe hier noch 4 Positionen übrig, habe aber auch ein bisschen Angst, weil die ganzen Icons sind so teuer. Wir drehen wieder am Glücksrad. Wir drehen am Glücksrad. Wir haben irgendwie kaum Spieler bekommen, so im Jahr 2022 oder irgendwas einigermaßen Aktuelles. Müssen jetzt wieder auch zurück in die Zeit, und zwar ins Jahr 2002. Und das Jahr 2002 war schon so ein bisschen bitter, weil ja, Deutschland hat das WM-Finale verloren. Hatte deswegen aber auch einen sehr, sehr guten Kader. Allerdings nichts aus der Abwehr am Start. Im Mittelfeld Thorsten Frings oder Hero Thorsten Frings Karte. Das wär's, oder? Das wäre zu wild. Lars Ricken ist wieder am Start. Ansonsten haben wir hier Miroslav Klose. Und Jungs, bitte gib mir eine Kurani Hero Karte. Digga, das wäre so geil, Mann. Asamoah wäre auch mega gut. Aber Kurani, schwöre ich, das wäre zu krass. Wir holen uns Miroslav Klose. Ach, Jungs, Miro Klose ist ein Schnäppchen. Nur 117.000 Münzen. Shadow würde ich ihm auch geben. Aber vielleicht bekommt er dadurch diesen Lengthy-Beschleunigungstypen. Und Miro Klose, ich bin großer Fan von ihm. Kann ich nicht anders sagen. 3 Positionen haben wir noch übrig. Wir drehen das Glücksrad. Dadurch, dass Klose jetzt weg ist, sind wieder ein paar Jahre weggegangen. Wir haben aber noch 2 Icons theoretisch, die möglich sind. Und auch noch einen Hero. Und diesmal gehen wir rein ins Jahr 2008. So, wir gehen rein. Jahr 2008. Es gibt wahrscheinlich auch jetzt nicht mehr so viele Möglichkeiten. Manuel Neuer haben wir schon. Ansonsten Jerome Boateng will ich jetzt nicht unbedingt spielen. Wir hätten wieder Philipp Lahm am Start.
Start, der aber unglaublich teuer ist in FIFA. Basti Schweinsteiger, sehr, sehr nice. Podolski, Özil, Mario Gomez, aber wir haben auch schon die Stürmer. Ey, ganz ehrlich, ich gehe mit Basti Schweinsteiger. Super Typ. Und da müssen wir schon wieder ordentlich Kohle ausgeben, und zwar für den Baby Schweinsteiger. Den kannst du nämlich auch als ZM zocken, deswegen ist der dieses Jahr so teuer. Aber auch als LM, RM, linker Flügel, also vielseitig einsetzbar. Jetzt muss ich bloß den günstigsten kaufen und den bekomme ich für 364.000 Münzen. Bei uns wird er LM spielen. Dieses Team wirklich, wir haben eine Goldkarte drin. Was ist das für ein Brett? Wir brauchen nur noch die Außenverteidiger. So, damit entfernen wir das Jahr 2008. Wir dürfen natürlich nur aus jedem Jahr einmal reinschauen. Und dieses Mal wird es das Jahr 2022. Wichtig und richtig. Ich muss ausnahmsweise mal keine Icon oder was weiß ich was kaufen. So, wir springen ins Jahr 2022. Man kann hier nur bis 2021 gehen, aber das ist dann das Jahr 2021, so viel ich weiß. Und wir haben hier sehr, sehr nice Karten. Außenverteidiger gibt es hier halt gefühlt gar keine. Wir hätten David Raum und Henrichs am Start. Kimmich kann auch Außenverteidiger zocken, aber sind wir mal ehrlich, ich entscheide mich einfach direkt für David Raum, weil der hat eine super nice, schnelle Karte in FIFA 23. Da ist der gute Mann, ich habe ihn bereits im Verein, der wird natürlich direkt umgewandelt. Willkommen, zweite Goldkarte in diesem Team. Lasst auf jeden Fall ein Like für das Video da. Unfassbar teuer, aber auch unfassbar cool. Und jetzt drehen wir das Glücksrad, was entscheiden wird, wer wird unser Rechtsverteidiger. So, wir drehen ein letztes Mal an unserem Glücksrad. Bitte bring uns Glück. Das wird wieder was einigermaßen Aktuelles. Und ja, das, und zwar das Jahr 2017. Da bin ich mal gespannt. So, wir springen ins Jahr 2017. 2018 ist es dann sozusagen. Und was haben wir da für Außenverteidiger? Wir haben Halstenberg, Hector, Plattenhardt. Digga, hier ist kein einziger Rechtsverteidiger. Aber wir haben hier Joshua Kimmich. Und der kann in-game Rechtsverteidiger zocken. Deswegen nehme ich Joshua Kimmich. Da ist er. 24.000 Münzen, natürlich nicht bekommen. 25.000 Münzen, auch okay. Und dann, boom, willkommen im Team, Joshua Kimmich. Und damit steht unser Full-Deutschland-Team, alle Nationalspieler der letzten 50 Jahre, hier in einem Team vereint. Sieht extrem geil aus. Raum ist auf jeden Fall der Impostor, aber das Team ist eine 10 von 10. Und dann würde ich sagen, zocken wir natürlich mit dem Team noch eine Runde. Rein ins Spiel, let's go. Let's go, wir gehen rein ins Spiel und der Gegner hat einfach ein DFB-Wappen. Der wird sich auf jeden Fall jetzt freuen über mein Team und er hat ein knackiges Bundesliga-Team mit Duxch vorne drin. Was für ein Ehrenmann. Und ich spiele hier mit PSG-Trikots, dafür gehöre ich echt, ja, weiß ich nicht. Oh ja, Ballack. Boah, diese Powerschüsse sind einfach so cool, Mann. Ich liebe es. Ohne Witz, ich liebe es. Es ist echt schwer, die mal durchzubringen, aber wenn man die hinbekommt, was war das für ein Brett von Michael Ballack? Und solche Dinger kennt man von ihm. Deswegen, so unrealistisch war der Schuss nicht. Schön. Gerd Müller auf Miroslav Klose. 2-0 nach 5 Minuten. Moin, Meister. Ohne Witz, der Müller ist echt gut mit den Forster-Skills und ist auch relativ beweglich. Feiere ich die Karte. Geht hier gut durch, der Mann. Und jetzt muss er ihn nur noch machen und er macht ihn. Was ein Typ, Alter. Boah, Gerd Müller ist am Start. Der Gegner hat ja echt übertrieben Bock. Lass es einfach sein, mein Bester. Powershot, Digga. Vom Tor darf man die nicht machen, habe ich das Gefühl. Der Typ heißt einfach Pepe HSV und spielt Duxch im Sturm. Wow. Jungs, wir beenden das Video an der Stelle. Der Gegner spielt überhaupt nicht mehr. Das ist komplett sinnlos. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Das war eine Abreibung wie Parmesan, würde ich sagen. Checkt hier auch noch ein aktuelles Video ab. Kann ich euch ans Herz legen. Lasst ein Abo und ein Like da. Wir sehen uns morgen zum nächsten Video wieder. Macht's dann gut, haut rein. Und ciao.